Hallo, ausprobiert. Ich habe mich in den letzten Tagen, gut, eigentlich waren es sogar Wochen, mit einem Thema intensiver beschäftigt, und zwar dem Thema Reisebuggy. Da gibt es so unzählige Möglichkeiten. Man wird fast wahnsinnig, wenn man sich da im Netz schlau machen will. Jeder sagt irgendwie was anders. Jeder hat irgendwie andere Kriterien. Das Kriterium, wonach es mir ging, ist die Kompaktheit. Warum ich will diesen Buggy auf Reisen mitnehmen können. Idealerweise würde er als Handgepäck auf Flugreisen durchgehen. Und wenn man sich dieses Kriterium als oberstes, als das Kriterium schlechthin setzt, dann bleiben eigentlich nur drei Alternativen übrig. Das ist zum einen der Babyzen Yoyo Plus, zum anderen der Good Baby Pocket oder Pocket Plus und dann zu guter Letzt, jetzt ganz neu auf dem Markt, der Joey Packed Light. Von diesen drei Alternativen wollen wir uns jetzt zwei angucken. Warum nur zwei? Weil der Babyzen zu teuer ist. Also es tut mir leid, ich habe ein normales Einkommen und ich bin nicht bereit, 399 € für so einen Reisebuggy hinzublättern. Also da hört es bei mir auf. Sorry. Was noch im Bereich des Machbaren ist, ist der Good Baby Pocket Plus und der Joey Packed Light. Die beiden Kartons, die habe ich vor mir stehen und die werden wir uns jetzt genauer angucken. Der Pocket Plus, unverbindliche Preisempfehlung 199 €, der Joey Packed Light sogar nur angenehme 149 €. So, da stehen jetzt die beiden Vergleichsobjekte. Auf der linken Seite der Pocket Plus von Good Baby, auf der rechten Seite der neue Packed Light, beide jeweils in der 2018er Version, also in der aktuell zu erhaltenden Version. Das Packmaß von dem Good Baby Pocket Plus hier auf der linken Seite ist jetzt 38 cm in der Höhe, 32 cm in der Breite und 20 cm in der Tiefe. Beim Joey Packed Light wären es 53 cm in der Höhe, 46 cm in der Breite und 25 cm in der Tiefe. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist der Klappmechanismus. Der muss möglichst einfach sein. Und ich kann jetzt schon mal eins vorwegnehmen. Den Pocket Plus, den kann ich nur mit zwei Händen öffnen. Der hier, der Joey Packed Light, der lässt sich mit einer Hand aufmachen. Und das Ganze ist wirklich deutlich komfortabler. Also wenn wir diesen Klappmechanismus jetzt vorführen wollen, dann müssen wir bei diesem Pocket Plus zunächst mal hier diesen Hebel lösen. Und dann klappt er hier so auf und jetzt können wir ihn öffnen. Das wäre jetzt hier der Pocket Plus. Wie gesagt, aufgeklappt ist er schon. Wir haben jetzt hier diese beiden Griffe mit den Druckpunkten. Da ziehen wir jetzt zunächst mal an und jetzt werfen wir den Pocket Plus so nach vorne und nutzen die dabei entstehenden Kräfte, um den Buggy aufbauen zu können. Also, das wäre jetzt eigentlich unser Hauptschritt und jetzt müssen wir halt, weil er in der ultrakompakten Form gefaltet war, hinten noch die Räder ausklappen. Eins, zwei und jetzt wäre er einsetzbar. Dazu zum direkten Vergleich der Packed Light von Joey. Da habe ich hier erstmal so einen Griff, mit dem er sich gut transportieren lässt. Was ich auch ganz nützlich finde, ist der Umstand, dass an diesem Griff eine Schlaufe befestigt ist. Und diese Schlaufe, die kann ich wunderbar dazu benutzen, um diesen Kinderbuggy mir über die Schulter zu werfen, ohne dass ich da was zusätzlich brauche, sondern das ist halt Teil dieses Konzepts. So, wenn ich den jetzt aufklappen will, dann muss ich auf die Seite mit der Farbe, das ist nämlich die Vorderseite, und in dieser Seite haben wir hier, das ist so leicht eingeklappt, den Griff. Und den hole ich mir raus und lasse ihn dann so nach vorne wegfallen. So, und damit noch einmal nach vorne werfen, klappen dann auch die Vorderräder ein und er ist ebenfalls in seiner vollen Pracht einsetzbar. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder den umgekehrten Schritt einfach vollziehen können. Also wir wollen das Ganze zusammenklappen. Dazu gehen wir hier oben wieder an die Griffe. Ja, auf beiden Seiten müssen wir die betätigen. Damit geht er in diesen Klappenmodus. Wir klappen oder wir drücken diese Knöpfe. Drücken diesen oberen Bereich nach unten und dann gehen wir weiter nach vorne. Wir bücken uns eigentlich nur und er klappt nach vorne zusammen. So, das wäre jetzt übrigens das Faltmaß, was nicht mehr diesem Ultrakompakten entspricht. Das ist jetzt wieder dieser Bügel gewesen, den ich hier angebracht habe, weil wir die Räder nicht eingeklappt haben. Also da haben wir eine Option. Das wäre jetzt, sag mal, die schnelle Variante.
Wenn wir jetzt wieder dieses ultrakompakte Klappmaß haben wollen, dann müssten wir hier unten, bevor wir vollständig zusammenklappen, wieder diese Mechanismen betätigen und die Räder einklappen. Beim Packed Light sieht der Mechanismus etwas anders aus. Wie gesagt, er ist einhändig zu bedienen. Wir haben hier am Griff des Buggys die Möglichkeit, einen Schieber zu betätigen. Und wenn der Schieber dann aktiviert ist, ist auf der Rückseite ein Druckknopf. Ja, sieht man das hier? Genau. Und wenn ich den jetzt drücke, dann klappt der zusammen. Mit einer Hand. Das war's. Ich glaube, das ist jetzt mal eine ganz schöne Einstellung. Wir sehen jetzt die beiden Vergleichsobjekte mal im ausgeklappten Zustand direkt nebeneinander. Und ausgehend davon werden wir uns die beiden jetzt mal im Detail genauer anschauen. Ein Alleinstellungsmerkmal des Joey ist sicherlich der Umstand, dass ich den Griff hier verstellen kann. Also ich habe die Möglichkeit, den hier in dieser höheren Position zu belassen, und für kleinere Personen habe ich dann die Option, das Ganze noch leicht anzuklappen. Das ist vielleicht für Paare ganz interessant, die einen deutlichen Größenunterschied zu verzeichnen haben. Außerdem gefällt mir bei dem Joey ganz hervorragend dieser Sonnenschutz, der auch wirklich den Namen verdient. Da wirbt der Hersteller auch damit, ich hoffe, das kann man sehen, mit einem UV-Schutz 50+, der wirkt richtig stabil und robust, lässt sich auch gut bedienen. Ich glaube, man hört es, das rastet richtig ein. Das ist bei unserem Pocket deutlich anders. So, außerdem haben wir hier auf der Innenseite recht intelligente Lösungen. Wir haben die Möglichkeit, das Geschirr zu verstellen. Also mehrere Positionen, wo ich dieses Geschirr durchfädeln kann, was eben unterschiedlichen Kindergrößen dann gerecht wird. Außerdem habe ich hier vorne einen Griff. Manche Kinder finden das ja immer ganz toll, wenn sie was haben, woran sie sich festhalten können. Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was der Pocket Plus nicht aufweist. Das ist wahrscheinlich auch der größeren Größe geschuldet. Das sieht man dann auch wieder hier unten. Wir haben hier tatsächlich einen Korb, der seinen Namen noch verdient. Der andere hat auch einen Korb, aber da passt halt fast nichts rein. Das hier ist jetzt schon eine Größe, wo man sagen kann, jawohl, gerade für so einen kleineren Ausflug passt da unten das ein oder andere rein. Was bei beiden gleich gut gelöst ist, aus meiner Sicht der Umstand, dass man alle Räder auch feststellen kann. Jetzt haben wir hier vorne gerade das Vorderrad fixiert. Das ist einfach hier so ein Mechanismus nach oben und nach unten. Klappt man dieses Teil hier und dann ist das Rad eben fixiert. Auf der Rückseite haben wir auch eine Bremse. Die funktioniert bei beiden auch ähnlich. Ist einfach zu bedienen und funktioniert zuverlässig. Man hat die Möglichkeit, hier auf der Rückseite beim Packed Light die Lageposition zu verändern. Das funktioniert recht einfach. Ich hoffe, man sieht es hier. Halt, nicht so schnell. Man sieht es hier. Man zieht einfach an dieser Vorrichtung und dann kann man von vorne, jawohl, die Position verändern. Und da haben wir schon eine sehr flache Liegeposition. Auffälligster, augenscheinlichster Unterschied ist wohl die unterschiedliche Grifflösung. Ich habe hier meine Hörnchen, während der Joey diesen Bogen hat. Ich habe ein paar Mal gelesen, dass man diesen Pocket oder Pocket Plus nicht einhändig fahren kann, aber dadurch, dass er hier auch eine Stange hat, wäre das theoretisch auch möglich. Allerdings lässt sich die Position nicht verändern, also nicht irgendwie im Winkel verstellen. Der Pocket Plus hat auch einen Sonnenschutz. Zumindest sieht es so aus auf den ersten Blick. Allerdings ist dieser Sonnenschutz ja eher dürftig. Ist auch keine konkrete UV-Angabe gegeben, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Ich halte jetzt mal von innen drauf. Ich denke, ihr seht, dass es da noch schön durchschimmert und dementsprechend ist dieser Stoff nicht so dicht, wie das beim Joey der Fall ist. Wir haben hier auf der Innenseite die Möglichkeit, das Geschirr auch zu verstellen, allerdings nicht wie beim Packed Light mit unterschiedlichen Punkten, wo dann von hinten das Geschirr durchkommt, sondern da haben wir nur die Option, mit so einem Schieber das Ganze zu verstellen. Ja, das Geschirr selber, typisch Good Baby bzw. Cybex. Man hat hier diese eine Drucklösung und das Geschirr springt auf. Ob jetzt dieser Widerstand hier ausreichend ist, um tatsächlich ein Kind davon abzuhalten, das mal selber auszuprobieren, das wage ich an der Stelle tatsächlich zu bezweifeln, weil es ist sehr leichtgängig.
Aber gut, das sollen andere Stellen, dann andere hochoffiziellen Stellen mal für sich begutachten. Wir haben hier auf der Unterseite dann auch einen Korb, aber dieser Korb ist wirklich mini. Schaut euch das an. Also erstens ist hier diese Stange, die eine gewisse Höhe verhindert und dann, naja, so ein paar Kleinigkeiten, ein Apfel, eine Orange, vielleicht ein kleines Täschchen passt hier unten auch rein, aber das war's dann auch. Ja, und die Hinterreifen, die kann ich wie gesagt auch feststellen. Das ist ähnlicher Mechanismus. Man drückt drauf, man lässt es wieder los. Und bei der Vorderseite haben wir auch eine Lösung, die, glaube ich, in Ordnung ist. Man sieht hier diese einzelnen Vorrichtungen, die müssen dann halt einrasten und dann ist das Teil festgestellt. Wichtig ist, wenn wir ihn zusammenklappen wollen, dann müssen wir diese Vorderreifen tatsächlich einrasten lassen. Ansonsten kann es passieren, dass die sich irgendwie schief stellen und dieser Klappmechanismus an der Stelle an seine Grenzen stößt. Auch beim Pocket Plus kann man die Lehnenneigung verstellen. Dazu muss man hier an die Rückseite, das ist etwas versteckt, diese Vorrichtung. Na komm raus. So, und da gibt es dann hier einen Druckknopf und diesen Druckknopf betätigt man. Ist aber deutlich schwergängiger als beim Packed Light. Und dann kann man eben von innen drücken und das Ganze verschiebt sich nach unten. Wir haben außerdem die Möglichkeit, den Neigewinkel noch weiter zu verstellen, wenn wir hier oben einen Reißverschluss betätigen. Dadurch wird dieses Stoffstück noch größer und wir können ihn noch weiter abklappen. Wenn man das Ganze abschließend in der Draufsicht nochmal vergleicht, kann man schon erkennen, dass der Joey Packed Light eine Position, einen Winkel annimmt, der so einer Liegeposition deutlich näher kommt. Beim Pocket Plus haben wir immer diesen Knick hier drin. Ja, ich glaube, das ist dann kinderabhängig. Mein Nachwuchs, der liegt nicht so gern auf dem Rücken und dementsprechend bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dass der diesen Pocket Plus tatsächlich präferieren wird. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich würde gerne auf das Zubehör eingehen, weil da macht der Packed Light wirklich eine gute Figur. In diesem Paket selber kommt eine Tragetasche noch mit. Also den Griff habt ihr ja schon gesehen, den man sich dann einfach um die Schulter schmeißen kann. Wenn ihr das Ganze noch einpacken wollt, Tasche ist mit dabei. Was auch mit dabei ist, ist ein Regenschutz, eine Regenhaube. Ebenfalls mit dabei. Pocket Plus, nada, leider nichts. Weiter würde ich gerne noch rausstreichen, dass es hier noch was zu berichten gibt, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Aber ich vernehme es hier. Dieser Pocket Plus kam gerade frisch aus der Verpackung und das ist ein echter Stinker. Also das sind so richtige Weichmacher, die sich hier gerade im Raum verteilen. Flüchtige organische Verbindung nennt man das Ganze, glaube ich. Und das ist... ist nicht gut. Ich habe mal geschnüffelt, klar, der ganze Stoff und so, der hat auch den Geruch angenommen, aber das stammt hauptsächlich von den Rädern und von dieser Gummilasche, wo die Kinder dann irgendwann mal ihre Füße abstellen sollen. Und das ist was, wo ich eigentlich gerne mal die Stiftung Warentest drauf ansetzen würde, dass die prüfen, ob da noch irgendwas anderes drin ist, was möglicherweise noch kritischer zu sehen ist. Ja, und dann last but not least noch was Subjektives, Farben. Ich finde der hier, der Packed Light von Joy, sieht richtig gut aus. Und da gibt es noch ein paar andere richtig knackige, knallige Farben, die top aussehen, also die mich ansprechen. Bei dem Pocket Plus hier habe ich nicht von ungefähr diese schwarze Version genommen, weil ich finde, die anderen Farben gehen gar nicht. Die sehen furchtbar aus. Da gibt es so ein Blau, das eigentlich, ich habe es im Laden gesehen, eher ins Lila geht. Das Grün hat einen ganz komischen Ton. Das Rot gibt es ihn auch noch. Das ist so... ja, es ist kein kräftiges Rot, es geht eher so ins Orangene. Dann gibt es noch so ein schwarz-graues Teil, was auch eher zusammengewürfelt ausschaut. Also ich glaube, da ist noch deutlich Luft nach oben. Wobei das was Subjektives, ich gebe es zu, jeder hat da irgendwie ein anderes Auge und dementsprechend auch ein anderes Urteil. Aber ich wollte es mal angesprochen wissen. So, jetzt werde ich an der Stelle mal Schluss machen und meinen Kleinen holen. Und dieser Kleine, der wird dann hier ein paar Mal durch die Wohnung gefahren werden und im Anschluss daran werde ich euch von diesem Praxistest berichten. Hier bin ich wieder. Wir haben ausgiebig getestet, fast 1,5 Tage jetzt, ihn zu verschiedenen Uhrzeiten immer wieder in diese Buggies reingesetzt und damit einmal, zweimal, dreimal im Karree in der Wohnung hier rumgefahren.
Und das Urteil ist gefallen. Das Urteil ist sogar recht eindeutig gefallen. Was meint ihr? Joey, Packed Light oder Good Baby, Pocket Plus, Trommelwirbel, die Wahl fällt auf diesen hier. Auf den Pocket Plus. Warum? Weil der Kleine den hier deutlich besser akzeptiert. Hier immer wieder hat er sich gewehrt, will sich immer nach vorne beugen, ihm gefällt diese Sitzposition nicht so. Der Winkel ist das eine, liegt dir eh nicht gern, habe ich schon angedeutet, vorgestern. Aber was ihm auch nicht gefallen hat, ist der Umstand, dass er hier mehr oder weniger keinen Seitenhalt hat. Das ist sehr, sehr flach. Hier oben überhaupt nicht vorhanden. Beim Pocket Plus geht es hier wirklich tief rein. Der hat hier wie so eine Art Muschelfunktion, so einen Seitenschutz. Gefällt ihm deutlich besser. Fühlt er sich geborgener, aufgehobener, was auch immer. Auf jeden Fall gab es hier häufigen Geplärre und hier saß er ruhig drin und hat es genossen, hat sich schön in der Gegend rumkutschieren lassen. Und dann ist das Urteil eigentlich leicht. Auch wenn es mir schwerfällt, weil ich finde, der Joey Packed Light hat ein super Gesamtpaket. Niedrigerer Preis. Besseres Zubehör, gut, der hat hier gar kein Zubehör, also Zubehör vorhanden mit der Tasche und dem Regenschutz finde ich super. Größere Aufbewahrungsbox hier unten. Also es gibt schon ein paar Punkte, die für den sprechen. Was natürlich jetzt wiederum für den Pocket Plus spricht, ist der Umstand, dass er halt wirklich so kompakt und klein ist und auch wirklich, da gibt es dann keine Diskussionen am Flughafen, als Handgepäck durchgeht, weil er die Maße, auch die von American Airlines, die glaube ich mit am restriktivsten sind, unterschreitet und zwar deutlich unterschreitet. Also, das ist jetzt mein Urteil. Ihr müsst euers noch fällen. Ich hoffe, dieses Video war euch bei der Entscheidungsfindung hilfreich. Falls ihr Interesse an diesem Pocket Plus haben solltet, dann schaut doch mal wieder rein. Es wird da garantiert ein Follow-up-Video geben, nachdem ich ihn jetzt behalten werde, weil er eben immer noch stinkt, leider stinkt. Werden wir den Bezug komplett abnehmen und waschen und das werden wir dokumentieren und euch auch zur Verfügung stellen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, sehr gerne ein Like da lassen. Habt ihr Fragen zu diesen beiden Geräten, eine Kommentarfunktion unten stehend nutzend, Videos sehr gerne teilen, verlinken in Foren, integrieren, habe ich nichts dagegen. Oder aber Kanal abonnieren, dann sieht man sich mal wieder. Wäre mir eine Ehre, würde mich sehr freuen. Bis dahin, tschüss und Servus, bei Ausprobiert.